Nach zwei Siegen unter der Regie von Pavel Dortchev schreibt man in Aue vor diesem 20. Spieltag ein modernes Wintermärchen. Der FC Erzgebirge ist wieder ganz heiß, passenderweise vor dem Duell mit Thomas Stamms jungen Wilden aus Freiburg. Ins Duell mit den Breisgauern gehen die Auer auch diesmal als Außenseiter. Mit dieser Rolle kennen sie sich mittlerweile aus. 14. Minute, Stefaniak neu in die Mannschaft gekommen mit der Hacke. Nazarov zieht zwei Spieler auf sich, Stefaniak und Atubolu ist zur Stelle. Atubolu wieder einmal aus dem Bundesliga-Kader abgestellt in die zweite Mannschaft. Stefaniak, der Absender dieses Balls. Er hat seinen Vertrag im Erzgebirge bis 2025 verlängert. Hinein geht's in die 33. Minute. Der SC Freiburg mit hohen Spielanteilen. Und hier mit Jordi Makengo, dem Linksverteidiger, aufgerückt. Vermey per Kopf. Er ist ja der Fixpunkt des Freiburger Spiels. Omnipräsent, der Top-Torschütze, Topscorer der Breisgauer. Genauso wie in der Vorsaison. Er kommt auf 9 Tore und 2 Assists. Hier fehlt aber noch die Präzision. Eine Minute später Aue per Standard. Und er rutscht durch auf Burger. Der Innenverteidiger mit der großen Möglichkeit hat seinen Premierentreffer für den FC Erzgebirge gegen Bayreuth am letzten Wochenende erzielt. Und hier zeigt er, dass er durchaus Blut geleckt hat. Freiburg hat aber noch nicht fertig in dieser ersten Hälfte. Gehen die 45. Minute und Merlin Röhl mit dieser Möglichkeit. Aue sträubt sich aber gegen den Gegentreffer. Und am Ende ist Martin Mennel eben der Großmeister im Tor, der sich da breit macht und einen Spagat zu bieten hat. Die Auer Fans sind trotzdem zahlreich ins Stadion gekommen. Minus 4 Grad, über 6.000 waren mit dabei und die warteten auf spielerische Höhepunkte. Zweite Hälfte, Jonjic. Ja, der hat ein bisschen Lust zu tanzen in der 58. Minute, aber Sijaric nicht genau genug im Abschluss. Bei ihm laufen die Beine wieder wie eine Nähmaschine bei diesem Jonjic, seitdem Pavel Dortchev der Coach ist. Sijaric kann das Ganze aber nicht vollenden. Wir gehen schon die 88. Minute. Freiburg nochmal mit einer Annäherung. Per Standard Andi Hotti, der Kosovare, ausgeliehen vom, Achtung, Fußballschwergewicht Inter Mailand, lief im Erzgebirgsstadion auf. Aber er war auch nicht der Glücksbringer. Am Ende trennen sich beide Teams mit 0 zu 0. Ja, so ein Punkt hier in Aue, den musst du zuerst holen. Gerade mit der Tendenz, die Aue auch hat. Kein Vorbereitungsspiel verloren gegen gute Mannschaften, jetzt auch gut reingekommen. Den Punkt nehmen wir mit. Also wenn uns am Anfang das jemand gesagt hätte, ja, dann nimmst du ihn mit. Aber natürlich, wir sind mit Selbstvertrauen hierher gekommen, wollten 3 mitnehmen, jetzt ist es 1, das ist okay. Wenn wir jetzt nur das Ergebnis bewerten, natürlich ist ein Punkt ist, zu Hause vielleicht in unserer Situation zu wenig, aber ich versuche als Trainer die Leistung zu betrachten. Und die Leistung von beiden Mannschaften war sehr, sehr hohem Niveau. Seit insgesamt 4 Ligaspielen ist der FC Erzgebirge in Liga 3 ungeschlagen und damit auch im Jahr 2023. Es ist und bleibt so, der Winter ist die goldene Jahreszeit in Aue. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.